ja lecker aus hier. Ja, das wird er sein. 12 Kubikmeter in etwa, ne? Ja, 10, 12 Kubikmeter bestimmt. Der ganze Radweg ist blockiert, ne? Das ist ja natürlich auch gefährlich. Okay, ich guck mal. Brauchen wir dann zur Dokumentation, wie viel das war? Irgendeine Anzeige, falls eine Anzeige zustande kommt, dass wir beweisen können, wie viel hat hier überhaupt gelegen, müssen wir das doch schon festhalten. Aber der Fernseher sieht ja noch ganz intakt aus, oder? Ja, mich wundert auch, dass der noch steht. Normalerweise sind Elektrogeräte ja gefragte Sachen hier, ne? Ja. Das Kabel ist auch noch dran. Ja. Einbeinig, ein bisschen gelb im Gesicht, aber unklar war es gewesen. Ja. Ja, erzählt nichts. Zeig mal das Foto. Oh, das sieht doch schon besser aus. Aha. Ja, dann legt mir ja alles vor die Füße. Aber das Foto alleine reicht natürlich nicht aus, um eine gescheite Ermittlung anzuleiten. Oh, das sieht doch schon besser aus. Das sind jede Menge AOK-Versicherungskarten. Mhm. Sag mal. Das sieht doch aus, als ob diese Wohnung hier leer steht. Hier, guck doch mal. Das, ja, da ist doch keine Vorhänge. Das müsste die sein, da fehlt jetzt der Name an der Klingel. Naja, normal ist unten rechts ist die Wohnung. Ist alle, hier sind alle Namen noch an der Briefkästen. Jetzt müssen wir mal gucken, wir mal gleich was. Wir sehen das jetzt schon die ganze Woche. Wir ärgern uns, Nachbarin von oben, die hat auch einen kleinen Hund, mit denen abends jeden Abend um 10 gehen wir nochmal spazieren, ja, mit unseren Hunden. Und da haben wir immer Angst, wir stolpern hier über den ganzen Kram. Ja, das ist ja. Da gehen die Leute hin, holen sich die Sachen da, ja, was dann noch was ich braucht. Ich habe mit dem Hausmeister. Dann werden sie alles hier auf dem Weg. Ich habe mit dem Hausmeister gerade gesprochen, das sagt schon. Ja, guten Tag, mein Name ist Postleb von der Stadt Frankfurt. Ich habe mal eine Frage und zwar. Wir stehen hier vor dem Haus Nummer 357 Eggenheimer Landstraße. Da geht es um diesen Sperrmüll. Und wir haben jetzt in dem Müll Hinweise gefunden auf eine Familie Dormas, die laut Hausmeister auch da gewohnt hat. Wissen Sie denn, wo die hingezogen sind? Ja, wir haben jetzt bei der Hausverwaltung angerufen und erfahren, dass also tatsächlich diese Namen, die hier auf der Karte drauf sind, auf den Karten, dass das der Mieter war, der hier gewohnt hat, in der 357. Und die sind vor gut einer Woche ausgezogen. Das passt auch mit unseren Meldungen, die wir bekommen haben, zusammen zeitlich. Und ein Termin ist für den 9.9. jetzt, also für nächste Woche. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder er hat gar nicht angemeldet und jemand anders hat den Müll gemeldet. Oder aber er hat deutlich zu früh rausgestellt. Also nach der Satzung darf man den Müll erst einen Tag vor der Abholung rausstellen. Ansonsten ist das auch eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ganz regulär gemeldet. Wir haben einen ganz regulär gemeldet. Ja, und die kloppen unsere wilde Ablagerung. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, ja. Ja, aber gemeldet jetzt für den 9. Ne? Ja. Ja. Wir haben gemeldet, hat nicht gekommen. Wir haben gemeldet bis 9. Ach so, das heißt, Sie hatten schon mal einen Termin gehabt. Ja. Also wir haben jetzt den Menschen zum Glück hier auch persönlich angetroffen. Und er hat jetzt die ganze Sache eigentlich zur Aufklärung gebracht. Also er hatte schon mal einen Termin. Der konnte aber nicht wahrgenommen werden, weil irgendwie die Stelle zugeparkt war oder was auch immer. Daraufhin hat er einen Nachfolgetermin bekommen.
Inzwischen stand das Zeug natürlich jetzt schon über eine Woche auf der Straße. Anwohner haben angerufen, haben gesagt, hier steht illegal Müll. Obwohl es eben, wie gesagt, von ihm aus gesehen jetzt gar kein Fehler war. Er hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Und insofern hat sich die Sache jetzt eigentlich zum Guten aufgelöst. Und zwar Hanauer Straße 447. Muss ziemlich weit draußen sein. Das sehe ich gerade parallel hier drüben. Das waren Zelte, die drumherum standen. Das große Zelt. Also gerade in den Sommermonaten, das geht im Frühjahr los und geht bis in den Herbst rein, haben wir also sehr viele illegale Müllablagerungen. Zum einen, dass Leute Sperrmüll rausstellen, der also gar nicht angemeldet ist, oder zu früh rausstellen. Und das andere Phänomen ist eben, dass an bestimmten Stellen irgendwo einsame Ecke, die man aber mit dem Auto gut anfahren kann, die Leute einfach halt ihren Müll hinkippen. Ja. Also in der Regel ist es so, dass Leute natürlich nicht erfreut sind. Oft kommen irgendwelche Ausreden, da stand ja schon was, ich habe nur was dazugestellt. Ich wusste es nicht, dass ich dachte, man kann das einfach hinstellen, das wird dann mitgenommen, weil da steht ja immer was. Also das sind so Ausreden, die wir relativ häufig waren. Also ich mache diesen Job jetzt seit 12 Jahren und ich denke, was man hier braucht, ist halt so einen gewissen Jagdinstinkt, dass man halt auch wirklich dann es auch wissen will. Und insofern macht das dann auch Spaß, gerade wenn man dann jemanden erwischt, dass man sagt, okay, jetzt hat sich der Aufwand gelohnt. Und klar hat man so manchmal das Gefühl, das ist eine Sisyphus-Arbeit, also man hat dann einen Fall erledigt, kommt der nächste. Aber wenn ich halt sehe, dass die Zahlen insgesamt doch etwas rückläufig sind und der Trend vorher eigentlich immer ansteigend war, dann glaube ich, dann haben wir schon was bewirkt. Bitte los. Rezept Speckknödel. Guten Appetit. Ja.